Hi und herzlich willkommen auf Seductive Lifestyle, dem Kanal, der dir dabei hilft, dein verführerisches Leben aufzubauen. Und heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, mit dem ich mich die letzten 2 bis 3 Jahre wirklich sehr intensiv beschäftigt habe. Und das ist das Thema Verkauf. Es geht heute um eine Buchempfehlung, die ich ausspreche. Und das Buch heißt Umsatzextrem von Dirk Kräuter, einer der weltweit anerkanntesten, besten Verkaufstrainer. Und dieses Buch hilft extrem dabei, sage ich mal, ein besserer Verkäufer zu werden. Warum ein besserer Verkäufer? Weil wir sind letztendlich alle Verkäufer. Damals, als wir Kinder waren, haben wir zum Beispiel, als wir was haben wollten, unsere Eltern so lange entweder genervt oder so gute Argumente gefunden, bis sie uns was verkauft haben. Der eine oder andere wird sich daran erinnern, wenn er ein Eis wollte, wenn er eine PlayStation wollte, wenn er vielleicht einen Gameboy wollte, wenn er in den Park wollte, wenn er ins Schwimmbad wollte. All diese Situationen spiegeln letztendlich Verhandlungen wider und Verkauf. Und ich habe mir dieses Buch jetzt mal zweimal durchgelesen. Einmal nur für mich und einmal, um mir Mitschriften zu machen und die euch dann entsprechend hier in diesem Video zusammenzufassen. Und jetzt schaue ich mal einfach, was ich mir da so aufgeschrieben habe. Erstens, wenn du reich werden willst, dann werde Unternehmer, Investor oder geh in den Vertrieb. Und da kann ich wirklich nur zu 100% zustimmen. Unternehmer, Investoren und Vertriebler sind die Leute, die tatsächlich aus meinem Umfeld die meiste Freiheit gewonnen haben und die finanziell am ehesten Freiheit ja nahe gekommen sind. Das Zweite ist, egal was du tust, du musst es auch gut verkaufen. Es ist vollkommen egal, was du machst. Selbst wenn du jetzt eine Leistung verkaufst, ja, also deine Arbeitskraft, dann musst du das immer so machen, dass der Chef oder dein Vorgesetzter das immer sehr, sehr positiv mit dir verbindet. Ja? Also selbst das ist ein Verkauf, der Verkauf von deiner Person, von deiner Arbeitskraft. Willst du reich werden, musst du verkaufen können. Das ist ganz klar. Also wenn jemand reich werden will, dann muss er definitiv ein super Verkäufer sein. Oder er hat viel Glück und ist reich geboren. Soll auch vorkommen. Aber wenn wir jetzt mal von der Mehrheit ausgehen, dann muss man, um reich zu werden, ein großartiger Verkäufer sein. So, wenn du dich an deinen Möglichkeiten orientierst, bleibst du stehen. Wenn du dich an deinen Zielen orientierst, wächst du. Es ist eines dieser Themen, es ist so wichtig, sich wirklich konkrete Ziele zu setzen. Denn wenn du nur sagst, ja, ich kann das machen, ich könnte dies machen, ich werde das machen, dann bleibst du für viele immer nur ein Quatscher, eine Labertasche. Und dementsprechend, wenn du aber dir Ziele setzt, ja, wenn du sagst, ich möchte innerhalb von 5 Jahren 2 Millionen Euro in Immobilien, Sachwerte oder auch auf dem Konto haben, dann ist das eine Motivation, die dich viel eher dazu bringt, richtig Gas zu geben. So, Umsatz ist das Ziel. Deswegen hinterfrage konsequent dein Tun. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, wie ich finde, denn wir sollten immer mehr hinterfragen. Unsere eigenen Aktionen, unsere Denkweisen, unsere Einstellung zu der Welt, unsere Einstellung zu den Menschen, zu den Tieren. Das sind alles so Dinge, die da auch mit reinspielen. Wir sollten immer hinterfragen, was für einen Sinn hat die Aktion, die ich gerade ausführe. Dann habe ich aufgeschrieben, finde heraus, was dein Kunde will. Und interessiere dich für deine Mitmenschen. Stelle Fragen und höre zu. Ja, denn wie willst du denn jemandem helfen oder eine Lösung finden, was für mich auch dasselbe wie Verkauf ist, wenn du gar nicht weißt, was derjenige braucht oder möchte? So, dann ist noch ein wichtiger Punkt: Kunden kaufen nur von Siegern. Ja, achte auf deinen Auftritt. Der erste gute Eindruck muss aufrechterhalten werden. Ja, denn sonst verurteilen die Menschen dich sehr schnell. Die stecken dich halt einfach in eine Schublade.
Lerne und arbeite fleißig, effizient und effektiv. 8 Stunden am Tag. Und wir reden jetzt nicht über dieses Arbeiten, wo man probiert, möglichst wenig zu arbeiten, sondern man arbeitet, wenn man sagt, das ist seine Leidenschaft, wenn man sagt, ich stehe dahinter und ich möchte hier was erreichen. Ja, ich kenne das aus meiner Zeit als Arbeitnehmer, da habe ich immer probiert, möglichst wenig zu arbeiten, weil es hat mir keinen Spaß gemacht, es war nicht meine Leidenschaft. Es war einfach nicht das, wo ich gesagt habe, das ist es, das will ich mein Leben lang machen. Arbeite mit Belohnung, ja? Also setz dir selber Belohnung, das mache ich in meinem Alltag ganz oft. Für mich eine extrem gute Motivation ist tatsächlich Essen, ja, ich liebe Essen und wenn ich aber noch ein paar Aufgaben zu tun habe, dann sage ich, okay, du musst die jetzt möglichst schnell erledigen, sonst gibt es halt kein Essen. Ja, und das hilft bei mir persönlich sehr gut. So, setze dir Tages-, Monats- und Jahresziele. Ja, da sind wir wieder beim Thema Ziele setzen. Freunde, fragt euch mal wirklich, was wollt ihr in diesem Leben erreichen? Was wollt ihr verändern? Was wollt ihr erleben? Ja, all das aufschreiben, ganz wichtig. So, deine Gewohnheiten, Routinen und Verhaltensmuster können dich zurückhalten. Mache Selbstdisziplin zu deiner Routine und übe. Tue das Unangenehme und Schwierige zuerst. Da kann ich wirklich nur zustimmen. Selbstdisziplin, eine der größten Herausforderungen als Mensch. Weil wir sind oftmals sehr, sehr faul. Ja? Also ich war früher sehr, sehr faul, bin es heute auch manchmal, aber meine Selbstdisziplin ist extrem gewachsen. Extrem. Und das Schwierigste zuerst machen hat den Vorteil, dass du einfach die Aufgabe, die dir eigentlich am meisten abverlangt, dann schon am schnellsten erledigt hast, weil das das Erste ist, was du tust am Tag. So. Selbstdisziplin bedeutet, sich herauszufordern und an sich zu arbeiten. Gut, muss man nicht zu sagen, ist super. Qualität vor Quantität. Von dem Energieaufwand her ist es immer besser, wenn du eher die Qualität vor die Quantität setzt. Also wenn du zum Beispiel nur zu ganz, ganz, ganz tollen Leuten gehst, wo du sagst, die sehen aus wie hocheffiziente, qualifizierte Mitarbeiter. So, großartige Verkäufer wenden Upselling, Cross-Selling und Aktionen an. Gut, das bedeutet sozusagen, dass man Zusatzverkäufe macht, dass man mehr verkauft und dass man spezielle Angebotsaktionen startet. Zeige, dass du unbedingt mit dem Kunden zusammenarbeiten willst. Erstelle mit dem Kunden gemeinsam sein Angebot. Das finde ich immer ganz wichtig. Nicht dem Kunden einfach nur was verkaufen, was für dich wichtig ist, ja, wo du sagst zum Beispiel, das bringt mir die höchste Gewinnspanne ein, sondern das verkaufen, was der Kunde auch wirklich braucht. Und dementsprechend kommen wir zu dem Tipp davor, musst du dem Kunden auch sehr gut im Gespräch zuhören. Was braucht er wirklich, ne? Weil wenn du ihm irgendwas, ja, sozusagen verkaufst, was er an sich nicht braucht, dann wird er dich mit Sicherheit erstens nicht weiterempfehlen und dann hast du auch wirklich nichts Gutes getan. So. So, entwickle absolute Schmerzfreiheit. Tue, was nötig ist. Wenn du ein Nein bekommst, dann erst recht. Stecke Neins weg und mache weiter. Das ist einer der wesentlichsten Punkte, meiner Meinung nach. Denn wir werden immer Leute finden, die uns ablehnen, das Produkt ablehnen, unser Unternehmen ablehnen. Ja, das wird es immer geben. Aber es wird genauso viele geben, die sagen, du bist ein toller Typ, du hast ein tolles Unternehmen, du hast ein tolles Produkt. Und dementsprechend Nein müssen weggesteckt werden. Ja, es gehört zum Leben dazu. Und es kommt sogar vor, dass Neins sich irgendwann in Ja's verwandeln. Ereignisse sind nur dann schwierig, schmerzhaft oder entmutigend, wenn wir uns dafür entscheiden, sie als schwierig, schmerzhaft oder entmutigend zu sehen. Das ist wieder zum Thema Mindset, ja. Also wir können uns ewig in unserem eigenen Leid, sage ich mal, suhlen, ja, das geht. Aber viel besser ist das, alles als
Teil deines Weges, Teil deiner Erfahrung zu sehen, Teil deines Wachstums, Teil deines Weges, aus dem du lernst, was du besser machen kannst. So, Nein sind die Gelegenheiten, um zu zeigen, was man kann. Absolut. Ich habe schon so oft gehört, also ich kaufe heute nichts und letztendlich hat es dann so gut miteinander funktioniert, dass die entsprechenden Personen sich doch für einen Kauf entschlossen haben, weil man denen einfach gezeigt hat, dass man an ihrem besten Interesse interessiert ist, dass sie das beste Produkt bekommen. Und ja, wenn man dann, sage ich mal, ein gutes Verhältnis aufgebaut hat, dann sind die Kunden natürlich auch bei entsprechender Beratung bereit zu kaufen. So. Alles, was nicht mehr wächst, stirbt irgendwann. Ja, und das ist jetzt eine perfekte Überleitung zu diesem Kanal. Dieser Kanal dient dazu, dass du persönlich wächst. Er dient dazu, dass du es schaffst, dir ein verführerisches Leben aufzubauen, wie du es dir persönlich vorstellst. Setze dir ehrgeizige und realistische Ziele. Gut, Ziele setzen, ehrgeizig, realistisch haben wir auch schon gesagt. Aber allein schon, dass ich das jetzt mehrere Male gesagt habe, sollte dir verdeutlichen, wie wichtig dieser Punkt ist. Wer auf Nummer sicher geht, kann nicht den vollen Einsatz bringen. Ja. Wenn du alle Schiffe hinter dir verbrennst, sodass es nur noch einen Ausweg gibt, und der nach vorne ist, dann wirst du mit allem, was du hast, nach vorne gehen. Schneide und wachse. Steh hinter deinen Entscheidungen. Verfolge deine Ziele mit unbedingter Hingabe. Sei bereit, alles zu geben. Was er damit meint, ist, dass du natürlich Sachen ausprobieren sollst. Ja, ich habe sehr, sehr viele Jahre ganz, ganz viel probiert. Aber mit der Zeit solltest du halt wirklich schauen und differenzieren, was passt zu dir, wo ist deine absolute Leidenschaft dahinter, was sind Dinge, wo du sagst, hinter denen kann ich nicht mehr stehen, die musst du abschneiden, die musst du aus deinem Leben entfernen, damit du dich wirklich mit vollem Fokus, mit voller Kraft auf die Dinge konzentrieren kannst, die du wirklich erreichen und tun willst. Ich weiß, dass mein Produkt gut ist. Sonst würde ich es ja nicht verkaufen. Ja, das ist einer der absolut zentralen Punkte. Steh immer zu 100% hinter deinen Produkten. Wenn du ein Produkt hast, wo du nicht zu 100% dahinter stehen kannst, dann lass es lieber, denn du wirst niemals mit der Hingabe, mit dem Feuer verkaufen können, dass du bei einem Produkt hättest, wo du einfach sagst, das ist es, das ist das Nonplusultra, das kann ich meiner Oma verkaufen, das kann ich mit reinem und warmen Herzen meiner eigenen Familie verkaufen. Und zu guter Letzt, ein guter Verkäufer bestimmt die Bilder im Kopf seines Kunden. Wecke Emotionen wie Lust, Genuss, Liebe, Sicherheit oder auch Angst, Wut, Gier und Verzweiflung. Was steckt dahinter? Erstmal, wir können leichter uns Dinge vorstellen, wenn wir in Bildern sprechen. Ja? Wir können uns schwierig Sachen vorstellen, wenn sie mit hochkomplexer Sprache dargelegt werden. Wecke Emotionen. Was er damit meint, ist, dass wir natürlich Entscheidungen treffen, wenn da ein emotionaler Background ist. Ja, also ich zeichne mal jetzt kurz ein Bild. Wir stehen jetzt im Verkaufsraum vom Mediamarkt und einer der Verkäufer sagt, ja, wollen Sie nicht noch Ihr Handy versichern? Es könnte ja sein, dass es geklaut wird, runterfällt oder zu Bruch geht. Ja, kann ja alles passieren. Und in diesem Moment ist natürlich in vielen Menschen eine Angst, wo die sagen, okay, es könnte wirklich passieren und die Chance ist da. Ich schließe lieber die Versicherung ab. So, das waren jetzt die zentralen Punkte, die ich aus dem Buch mitgenommen habe, die ich mir herausgeschrieben habe. Da gibt es natürlich noch sehr, sehr, sehr viele mehr. Viele Techniken auch, die ich bewusst jetzt nicht in diesem Video hier verarbeitet habe. Aber falls ihr euch dafür interessiert, dann guckt gerne in die Beschreibung. Dort werde ich das Buch verlinken. Und abonniert den Channel, drückt die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Video.